Ziele spielen Menschen ja aus innerer Kraft heraus, also aus intrinsischer Motivation. Und diese Macht nutze ich gerne aus, um das Leben von Menschen einfacher zu machen. Es reicht ja auch schon, durch Spiele einen positiven Effekt auf die Psyche zu generieren. Zum Beispiel habe ich Virtual Reality an eine Schaukel angebunden und man kann sich durchs Universum schaukeln. Da fängt es an, spannend zu werden, wenn sich diese zwei Welten berühren. Die haptische, physische Welt und die virtuelle, digitale Welt. Wenn ich mir die Natur anschaue, zum Beispiel Lichtstrahlen am Laub, dann denke ich mir, wow, das sieht sehr spannend aus. Und wie kann ich diese Lichtstrahlen in der virtuellen Welt erschaffen? Allerdings möchte ich das nicht so realistisch haben, sondern was Abstraktes, was ihre eigene Sprache spricht, erschaffen. In meinen Projekten zieht sich sehr viel durch, dass es spielerisch ist, ein bisschen naiv, aber auch poetisch ist. Und da, so würde ich mich auch selbst identifizieren. Ich möchte gern etwas ausdrücken, wo die Menschen mich auch selbst wiedererkennen. Die Burg ist ein sehr alternativer Platz mit sehr vielen Freigeistern. Das steckt natürlich auch an, diesen Aktivismus und das Reflektieren über, was tut man für die Gesellschaft oder was konsumiert man. Und da hat mich die Burg auf jeden Fall verändert in diesem verantwortungsvollen Bewusstsein. Ich denke, man sollte das machen, wofür man brennt, weil man auch in diesem Fach besonders gut werden kann, weil man dafür brennt, weil man Tage und Nächte dafür arbeiten kann, ohne dass es anstrengend wirkt. Man muss sich nicht quälen, es kommt einfach von alleine. Es gibt diese Berufe, die, damit ist man sicher. Aber man muss auch ein Risiko gehen können, um zu wissen, ist es das für mich? Und man muss sich ausprobieren. Und diesen Mut, darüber zu springen, über die andere Seite, den muss man erstmal bekommen und haben.